Deutschlandfunk, Sternzeit. 28. März, die Sommerzeit und Europas zu breite Zeitzone. Bei der Diskussion über das Umstellen der Uhren sind viele falsche Angaben zu hören, wann es hell oder dunkel würde, je nachdem, ob ganzjährig Sommerzeit gilt oder die MEZ. Die Fakten sind weniger dramatisch als oft behauptet. Deutschland erstreckt sich von Ost nach West über 9 Längengrade. In Aachen geht die Sonne immer gut eine halbe Stunde später auf und unter als in Görlitz. Von Nord nach Süd sind es 7,5 Breitengrade. Die Sonnenauf- und Untergangszeiten von Flensburg und Lörrach unterscheiden sich bis zu einer Dreiviertelstunde. Bei ganzjähriger Sommerzeit würde es im Winter in Deutschland zwischen 8.20 Uhr und 9 Uhr hell. Ohne Sommerzeit breche im Sommer zwischen 2.30 Uhr und 3.50 Uhr der Tag an. Dafür wäre es im Süden Bayerns schon um 21 Uhr dunkel. Diese Zeiten beziehen sich auf den Beginn und das Ende der bürgerlichen Dämmerung, wenn die Sonne 6 Grad unter dem Horizont steht. Die mitteleuropäische Zeitzone gilt in sehr vielen Ländern. Das ist bequem, um Zeitsprünge an Grenzen zu vermeiden, passt aber nicht zu den Abläufen am Himmel. Die MEZ erstreckt sich über fast 40 Längengrade. Die Erde dreht sich pro Stunde um 15 Grad weiter. Im Idealfall sind Zeitzonen also nur etwa 15 Grad breit, so wie in den USA. Spanien liegt für die MEZ astronomisch zu weit westlich. Es ist erst während der Franco-Diktatur in unsere Zeitzone gewechselt. Bis dahin gehörte es völlig korrekt zur westeuropäischen Zeit, wie sie in England gilt.